Guten Abend, Edgar. Glaubst du, dass Süchte im weitesten Sinne, Internet, Essen, Vergnügung, auch eine Form von Suche nach der eigentlichen Identität, dem Selbstsein ist? Habe ich einmal geglaubt. Es liegt ja auch vom Wort her im Deutschen recht nah beieinander, Suche und Sucht. In gewisser Weise kann es schon auch sein, nur ich kann da sagen, dass solange da eine Form ist, solange da ein Mensch ist, ein Körper ist, das Punkt ist ja, das was man, solange man sich eben selbst nicht erkannt hat, diese Suche nach der eigentlichen, nach dem eigentlichen Selbst noch nicht erledigt ist, du schreibst nach der eigentlichen Identität, es gibt letztlich keine Identität. Identität ist immer Trennung. Aber da möchte ich nochmal näher eingehen und das nochmal hervorheben. Aber ich weiß, was du meinst, nach dem Selbst, ja. Und da muss ich dann sagen, es ist eher so, der Körper kann alles sein. Er kann auch danach noch süchtig sein. War er auch bei den meisten. Ja. Gibt es genug, die nachher noch geraucht haben lang? Auch der Körper hat nachher noch lang geraucht. Ja. Und es war ganz sicher eine Sucht, eine Nikotinsucht. Bin überzeugt, dass ich auch heute noch unter dieser Körper auf die Substanz Koffein eigentlich süchtig reagiert. Weil das sind Suchtgifte. Die machen jeden Körper süchtig. Ist einfach so. Natürlich könnte man vielleicht leichter aufhören, so man überhaupt will. Ja. Aber der Punkt ist, du bist nicht der, der süchtig ist. Das kann möglicherweise diese Suche erschweren. Weil man sich in der Sucht verliert oder in solchen Substanzen, wobei du ja nicht illegale Suchtgifte angeführt hast, sondern eher so Dinge auch wie Internet, Essen, Vergnügung. Ja, so ist es aber. Das macht auch Teil des menschlichen Lebens aus, diese Verhaltensweisen. Die betreffen aber die Persona und den Körper. Und du bist nicht diese Person, du bist nicht dieser Körper, du bist nicht der Süchtige, sondern Suchtverhalten kann sich zeigen, so wie jedes andere Gefühl letztlich. Ja? Letztlich sind wir alle süchtig, absolut süchtig, hundertprozentig süchtig, solange hier ein Körper ist, ist dieser Körper süchtig nach Oxygen. Ja, man hat es im alten Indien Prana genannt. Das Prana, die Energie in der Luft. Heute weiß, es war nichts anderes gemeint als auch dieses Atmen. Wir atmen permanent diese Energie ein und aus, ein und aus. Ohne dieses Atmen kann dieser Körper nicht leben. Dieser Körper ist süchtig nach Oxygen, also nach Sauerstoff. Das ist die Energie in der Luft auf der physischen Ebene. Die verbrennen wir zu reiner Energie. Ohne diese Energie geht es nicht. Da sind wir absolut süchtig. Da gibt es keinen Ersatz dafür. Ja. Beim Essen kann man ja noch sagen, der eine ist kohlenhydratesüchtig, der nächste ist eiweißsüchtig, der dritte ist fettsüchtig oder whatever. Ja. Und irgendwer braucht frische Essiggurken jeden Tag, keine Ahnung. Da hätten wir Ersatz. Ja. Oder Schokolade oder whatever. Bei Oxygen gibt es nicht einmal einen Ersatz. Und sobald dieser Körper das nicht mehr bekommt, ist er tot. Ja, danach sind wir süchtig oder nach der Sonne, wenn wir jahrelang ohne Sonne sein würden. Ja, also ist schwierig oft die Grenze zu machen. Ja. Aber der Punkt ist, all diese Abhängigkeiten betreffen den Körper oder meinetwegen das Gehirn und die Psyche, aber nicht das, was du wirklich bist. Ja. Also ist es möglicherweise in der Identifikationsphase schon ein Ersatz für diese Suche nach sich selbst. Weil was ich schon und was jeder erfährt, ist, dass nachher eine viel größere Zufriedenheit da ist mit dem Sein an sich und man viele Dinge im Außen, vor allem solche, wo die Werbung verspricht, dass sie das, dieses Verlangen, dieses Longing, diese Sehnsucht irgendwie dauerhaft stillen, ja, das tun sie ja nicht. Genauso wenig wie ein neues Auto oder dann eine neue Beziehung oder ein besserer Job, das ist alles nur temporär. Jeder Zustand ist temporär. Alles, was du bekommen kannst, ist temporär. Das muss nicht einmal eine Sucht sein. Das kann auf was Bestimmtes, sondern auch die Sucht was Neuem. Ja? Das ist das, was alle Menschen antreibt. So gesehen müsste man sagen, 99% der Menschen sind süchtig in dem Sinn. Nach was Neuem oder nach Erfahrungen oder nach Kicks. Ja? Im Sport, nach dem High, nach Endorphinen.
Der ganze Körper ist permanent süchtig nach Endorphine. Die Suchtgifte und die Rauschgifte, die man zusetzen kann, die ersetzen und simulieren nur diese Botenstoffe, die wir selbst in uns haben. Hormone, auf die der Körper süchtig quasi ist, die was auslösen. Ja. Das permanent neugierig sein, neugierig, gierig nach Neuem, ja, ist alles eine Suche. Ja. Bei mir war es, ich habe nicht Erleuchtung gesucht, ich war ein Bliss-Junkie. Ja. Ich war süchtig sozusagen nach Ekstase, ja, möglichst ekstatische Zustände, darum war mein Weg auch das Tantra. Darum, ich würde es nicht verurteilen, weil das ist die Realität der Menschheit an sich. Und auch nach dem Erwachen können solche Süchte noch da sein, weil du weißt, du bist nicht dieser Körper, den diese Sucht plagt. Also ich weiß, was du meinst, aber es ist nicht ganz so. Und was wirklich gut ist, ist, jetzt möchte ich da nochmal darauf hinweisen, diese Formulierung, auch eine Form von Suche nach der eigentlichen Identität. Da steckt so ein Hinweis drin in dieser Frage, ja, wo man das so schön auflösen kann, wenn man da drauf guckt, wie diese Frage eben gestellt ist, weil es diese Identität nicht gibt. Jede Identität ist eine Verengung. Jede Identität ist schon das Annehmen einer Identität, ist schon das Annehmen einer Trennung. Ich bin dies und nicht das. Ich bin dies und nicht der ganze Rest. Ich bin dieser eine. Oder ich stelle gar etwas dar. Ich habe eine Identität. Ich unterscheide mich vom Rest von anderen. Das ist, was Identität ist. Ich identifiziere mich. Jede Identifikation, ja, ist nicht das Selbst in dem Sinn. Ja, das Selbst ist jenseits von Identifikation. Und das ist der Moment, wo das Selbst aufleuchtet, wenn die letzte Identifikation, sei es mit dem Denker oder dem Körper oder dem Liebenden oder whatever, ja, dem spirituell was Besonderes sein wollen, wenn dieser leidenden Frau oder dem tollen Mann oder whatever, jede Identifikation mit der Person wegfällt, dann leuchtet das Selbst durch. Wenn die Identifikation stirbt, die Identifikation ist das, wofür wir uns halten. Solange wir uns für irgendetwas Bestimmtes halten, sind wir identifiziert. Egal was das ist. Alles, was nach dem Ich Bin kommt, wenn ich sage Ich Bin, Punkt, 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 das können sein Rollen, Berufe, Eigenschaften, Körper, Mensch. Ich bin Gott, ist auch eine Identifikation. Ich bin nicht identifiziert, ist auch eine Identifikation. Ich bin das reine Ich Bin, ist auch eine Identifikation. Ich bin das Selbst, ist eine Identifikation. Letztlich ist alles, was, wenn nach dem Ich Bin der Satz weitergeht, ich bin schön, ich bin traurig, ich bin neugierig, ich bin süchtig, auch diese Eigenschaften sind alles Identifikationen, weil das wirkliche Ich Bin hat keine Eigenschaften, das ist einfach nur. Und da ist dann keine Identifikation mit irgendwas, das reines Sein. Und in diesem Sein ist auch das Nichtsein mit enthalten. Und das ist ein wichtiger Hinweis, weil es ist eben keine wechselnde Identifikation, das ist es doch.